Herzlich willkommen zurück! Oh yeah! Und jetzt geht's ab in den Wald, denn unser Zeldameter schlägt hier ein bisschen aus. Und deswegen muss da was sein. Jo, unser Signalleuchte ist auch da und deswegen gehen wir mal gucken. Erstmal hier den Baumstein davor rollen, so ein bisschen Platz schaffen. Yeah! Oh mein Gott, nicht im Ernst, weil ich das Teil davor gerollt habe. Egal. Und ja! Disco! Okay, ich mach's mal weg. Dieses brauch ich ja nicht mehr, das Signallicht da. Und weg. Hey, links Gesicht. Das sieht so unschuldig aus. Okay, wem kann auch was antun? Außer so ein paar Moblins, oder wie die heißen. Und jetzt sind wir im Waldesinneren, oder so. Wir sind im Wald von Freeground angekommen. Wirklich? Ich dachte, das ist die Main Street. Shit. Dieses blöde Navi. Ich hätte links abbiegen sollen. Und dann Kreisel rechts und dann geradeaus. Voll der dicke Baum, aber das ist nicht der Deko-Baum. Um diesen riesigen Baum herum gedeiht ein prächtiges Land. Der Pilz glitzert voll. Voll auf irgendeinem Pilz. Haha. Alle möglichen Lebewesen. Ich konnte das nicht alles lesen. Toll, danke. Und Riesengebiet frei. Schwie. Yay, Wald von Freeround. So, und jetzt, wenn ich mal was machen dürfte, selbstständig. Hallo? Danke. Oh, ich fühle das auch Zelda, dass ich irgendwo hier auffällt. Ja, dann halt die Klappe und lass mich laufen. Ich lag vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Ach, nicht nötig. So, weil, kann ich euch jetzt zeigen. Warte. Ach ja, hier. Man sieht Siegelhain, Wald von Freeround. Und rechts oben ist noch so ein bisschen was zu entdecken und ganz unten. Und ja, Stück für Stück halt. Und dann links und oben und das Wolkenhort. Und voll cool alles. Yay, und man kann hier die Bäume kleinkarten. Tot. Ja, und ich speichere an jeder Vogelstatue, auch wenn es ein bisschen nervig ist. Aber, das habe ich natürlich erst später herausgefunden, wenn man dann hier so runterfallen will, also später wieder in diesen Lichtstrudel will, und dann halt, da kann man irgendwo bestimmt landen. Und zwar dann immer genau ein Grashüpfer. Und dann genau immer da, wo man halt so gespeichert an so Statuen. Verdammt nochmal, hör auf zu blinken, du scheiß Aurasuche, ist doch gut. Grashüpfer, aber ich habe kein Netz. Oh, ich habe den voll erwischt. Ich habe da war seine Seele. Alter, ich habe einen Grashüpfer auf dem Gewissen. Tiermörder. Hey, was denn? Noch eine Demo. Gib uns unser Geld. Klar, als würde Daddy. Wow. Au. Und mein Schild hat Schaden. Yes! 5 Rubine. Hey, alles okay bei dir? Du siehst ein bisschen komisch aus. Hallo? Watchman. Oh mein Gott. Bist du Catwoman? Oh, die sind so süß. Was? Warum ist es plötzlich so ruhig? Oh mein Gott! Jetzt auch noch einen Grün! Ich bitte dich, verschone meine Wenigkeit, bitte! Ah! Watschelt voll weg. Wie bist du da hochgekommen, du Knirps? Aber die sind goldig. Ah! Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Es ist mir egal. Wirklich? Wirklich, Zelda? Wirklich? So ist es, Gebieter. Ich fühle den Stamm der Q, der liebenswerten Bewohner dieses Waldes. Oh, sie sind klug und wissen vielleicht etwas. Aber Zelda scheint hier nicht zu sein. Gerade noch eben gesagt, aber okay. Ich weiß nicht genau, weshalb ich keine ihre Aura spüre. Ich empfehle daher, mit den Q zu sprechen. Oh mein Gott, unauffällige, unterschwellige Botschaft, dass man hier hochlaufen muss. Lecker. Ausdauerfrucht. Nach was wohl eine Ausdauerfrucht schmeckt? Ah, die Q-Mucke, voll cool. Oh mein Gott, ich bin gerade zu entkommen. Oh, scheiße! Watschel um sein Leben. Den kriegen wir. Und die Pilze kann man hier voll klein machen, voll cool. Also nicht klein machen, sondern... Ich bin Picasso. Und... Oh Gott, ich bin auf irgendeinem Pilz. Der Kleine will uns verarschen. Versteck dich nicht hinter dem Pilz. Oh, scheiße, Mann! Wie er einfach Panik macht, ist doch alles okay. Ich meine...
Du schwarze Stuhl. Wie war, was war das denn? Ich hab ihn ins Maul gestochen, oder? Was war das? Es hat ihm auf jeden Fall nur, ja, Anführungszeichen, ein Leben gezockt oder so. Und du kannst dich nicht verstecken. Hey, ich versuch's mal damit. Geht sogar. Oh, scheiße! Ah! Als würde so ein harmloser Link so ein harmloses Vieh umbringen. Hey, ich versuch's mal mit. Weil das was macht er da? Himmelsstrahl-Action! Oh, scheiße! Muss dann erst an euch rankommen, ihr Trottel. Ja, ein Rubin! Voll die Lichtung. Punkt, Punkt, Punkt über dem Kopf. Hey, Kleiner. Alles wird gut. Nein, 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 ich hab mich... Oh, ich wollte dich doch nicht köpfen. Wie, du hast mich schon wieder aufgespürt. Ich? Naja, was zum... Wie, du machst ja gar nichts. Und eigentlich hast du sie ja vorhin den roten Kerl gezeigt. Wirklich? Oh, so süß. Macher, das ist mein Name. Danke dir, Bruder, dass du Macher gerettet hast, Bruder. Das hätte Macher gar nicht dir zugetraut, du weißt. Ey, Bruder. Da fällt Macher gerade erst ein... Achso, ein gerade erst vor kurzem war hier seine, die so ähnlich aussah wie du. Wer? Wer ist es? Ja, Zelda oder... War das jetzt eine Freundin von dir? Das war ganz schön übel. Ey. Die wurde plötzlich von den roten Kerlen angegriffen und ist dann mit unserem Häuptling geflohen. Okay. Huka, chaka, huka. Ah, scheiße! Gebieter, ich habe neue Informationen zu Zelda. Ich stand dabei. Es scheint, als sei Zelda von den Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Wo hast denn das her, also? Maras Position wurde markiert. Sie ist auf der Karte. Ja, Mann. Dieses Lebewesen hat Zelda getroffen. Da habe ich ihre Aura wohl hier gespürt. Was bist du denn für ein unzuverlässiger Volltrottel? Ich empfehle weiter nach der Aura Zeldas zu suchen. Boah, war es knapp. Das hat Macher erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Ich kann ja auch nicht reden. Was erwartest du? Wenn deine Freundin unseren Häuptling findet, dann sage ihnen, dass es Macher gut geht. Macher ist sich absolut sicher, dass die beiden zusammen sind. Oh, Romantik. Kürbis. Ich will ihn aufspießen. Geht nicht. Aber schwitzen. Und jetzt habe ich verpeilt. Warte mal, nee. Ah, nee, da kommt man ja nur mit Bombe und so. Bombe, so wie. Und jetzt, ja. Gucken wir noch erstmal, nachdem wir die Abkürzung hier freigelegt haben. Ja. Oh, da liegt so ein cooler, unseltener Kack-Bernstein. Halbmond. Oh, ich hab's sogar richtig gesagt. 14 Stück. Und von dem Rest habe ich nur so eins oder so. Er watschelt da lang. Eben noch Todesängste. So. Dann gehen wir mal der Sache auf den Grund. Ich meine, Häuptling suchen, wie ist das? Du lass mich in Ruhe. Hey, ich mach das jetzt tot. Nimm das! Platt gestampft. Und der Rubin ist es mir nicht wert, wieder runter und hoch zu laufen. Komischer Tentakel ist. Hey, Tentakel. Was willst du denn? Bats. Tot. Drei Schlitt. Das kennt man ja von den alten anderen Zelda-Teilen. Okay, das wird jetzt ein Schleichangriff. Oh, verdammt! Bam! Jawohl! Und der Fangstoß! Voll in die Fresse! Geil! Totenkopf-Schmuckschädel von mir aus. Dann eben so. Ist mir auch egal. Twing! Jetzt habe ich wieder einen. Yay! Warte, was war da nochmal? Ich will nicht irgendwo weiterlaufen, dann ging es auf der anderen Seite auch lang. Ich hasse das, wenn mehrere Optionen zur Wahl sind. Ah nee, warte. Hier ging es doch weiter, oder? Oder? Nee, eben nicht. Und dann... nein, ich gehe hier lang. Voll groß der Wald. Aber das ist geil. Alles so riesig. Und detailgetreu. Und eine endlose Wasserquelle. Ja, das ist die Zukunft. Nochmal eine Abkürzung freilegen. Das ist so cool mit so vielen Abkürzungen und so.
meine Vogelstatue, an der ich doch hoffentlich gespeichert habe, oder? Nein, habe ich nicht. Dann mache ich das jetzt. Cool, dass ich die sehe. Hey, Piepmatz! Das Waldesinnere! Ja. Speichervorgang erfolgreich! Speichervorgang fehlgeschlagen! Sie sind ein Trottel, verpissen sich von meiner Statue! Hey, was? Ein paar Bäume stellen sich uns in den Weg, aber... Link kennt keine Furcht! Tot. Kurzerhand mal aufgeschlitzt. Ich dachte schon. Ah, der war's. Ting, stopp! Tot. Zappelt da voll auf dem Boden rum. Ting, stopp! Tot. Voll der Massenmörder. Ein-Mann-Armee. Das wird cool. Komm schon. Geil, voll gestorben. Du hast Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Naja, fab fab. Okay, ich hab nichts gesagt. Bam! Yay. Hey, Cowboy. Was war das? Doch, Mann. Das war ein Verlust. Das gebe ich zu. Und verdammt nochmal, diese vier Herzen. Das sieht gar nicht gut aus. Mann. Volle Herzen sehen viel schöner aus. Und hier sieht man diesen Riesenbaum. Wirklich mega big. Viel größer als Dekobaum. Und so. Wenn du das jetzt nicht schaffst, kriegst du kein Eis. Oh Scheiße! Ich will Eis! Guter Junge. Und was zum Teufel? Das ist der Arsch von dem Vieh. Boah, den kann man ja locker hier... Ja, also... Reden wir einfach mal mit ihm. Ach, reden. Kennst du mich? Ich bin Räubers, der Häuptling der Q. Du hast es tatsächlich geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Was in einem Wald soll so fett da in der Sonne vor sich rumgammeln? Wer so etwas schafft, hat ein Anliegen. Was ist deins? Erstmal die Nachricht überbringen. Wir sind ja der freundliche Postbote. Unterbezahlt. Was? Bist du etwa Mitglied meines Stammes begegnet? Nö, war ein Scherz. So, nachher geht es also gut. Aber doch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Das ist logisch. Was sagst du da? Du suchst ebenfalls nach jemanden? Nur ein Mädchen mit blonden... Nun, ein Mädchen mit blonden Haar war eben erst vorhin bei mir. Die Geräusche. Aber im Augenblick habe ich ganz andere Sorgen. Der Wald ist außer Rand und Band. Meine Gefährten... Bis jetzt bei Herr der Ringe. Über dieses Schlamassel habe ich das blonde Mädchen ganz vergessen. Und ihr sollt intelligent sein. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Ja, Sam, Pippi und Mary, ich meine. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, was mit deiner Freundin geschehen ist. Das ist voll der Erpresserspruch, Mann. Scheiß Gnom mit Monsterbart. Und du bist mir egal. Du bist nur die Seele von einem Schwertfei. Mach dich zurück in die Klinge und halt die Klappe. Präsenz der Q wurde hinzugefügt. Oh, so süß. Soll ich dir klären, wie du das feststellst? Ja, unbedingt. Ich weiß es nicht. Bereits gefundene Q sind auf der Karte markiert und werden... Beginne jetzt mit der Suche. Und Q ist ausgewählt. Du bist also doch kein Q. Ich wusste es. Verräter und Trottel, ey. Warte mal. So, meine Flaschen. Da ist jetzt eine Fee. Die würde ich gerne mitnehmen. Deswegen aktiviere ich es einfach mit dem Wundertrank. So. Weil hier ist wirklich eine Fee, oder? Das war doch, weil... Nee, ich habe das verwechselt. Hier war doch eine Fee, oder? Oder? War hier nicht eine Fee? Hallo? Doch eine Fee. Uah! Komm her. Komm her. Ja. Ich boxe dich. Ja. Und eingesteckt. Eine Fee gefangen. Diese gütigen Wesen füllen sechs deine Herzen auf. Ja, ja. Wenn man gestorben ist, Auto-Heal. Voll cool. Oh, balancieren. Oh Gott. Erstmal das Ding da. Was zum? Das wollte ich jetzt gar nicht, aber... Schaukeln! Und runter mit dir! Und raufklettern! Und weiter! Ey, wieder in der Bundeswehr, ey. Und balancieren und schaukeln und runter damit und hinaufklettern und weiter und Frage 17 beantworten. Sie haben verloren.
voll die Zeitbomben. Tick-Tack, Tick-Tack. Don't do that, so so. Voll die Lichtung nochmal. Hier, ach so, an so Bäumen, wo man, wo hier sowas so ein bisschen gelb ist. Ist voll cool, wenn man dann diese gelbe, verdammt, Stelle durchschneidet, ist da Geld drin. Wer steckt Geld in einen Baum? Und, das ist voll cool, sitzen. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit der Heilung. Überall in den Welten kann man sich so hinsetzen, ganz gechillt, und wenn ich jetzt Schaden hätte, was mir wird schlecht. Wenn man jetzt Schaden hätte, würde sich aufheilen. Hier sind es halt Baumstümpfe. Und ja, woanders sind es halt wirklich so Hocker oder Sitze oder was auch immer. Voll cool, kann man sich irgendwo hinhocken und chillen und alles lädt sich auf. Wow, der ist ein Anführer. Hast du die Ruhe? Ja. Ich nehme die Schüsse. Ich nehme euch allen auf. Das war ein Trotzschlepp, der Mann. Allen gegeben. Und eine Menge Geld kassiert. Uff. Was zum... Hallo? Du hast die Rogenkerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den... Nö. Ich war der Anführer. In diesem Fall konntest du Mugi gleich mal helfen. Ich stecke hier nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Nö. Ich fühle keine Gegner mehr in der Umgebung. Du kannst den Q im Baum daher gefahrlos herunterholen. Pervers. Allerdings scheint er sich nicht bewegen zu können. Du musst dir etwas überlegen. Gebieter, du kannst eine Option immer durch Drücken von 2 überprüfen. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich hole ihn einfach da runter. Komm da runter! Voll die Nase im Boden gesteckt. Ey, Kleiner. Was? Autsch, autsch. Aber trotzdem danke. Der ist wenigstens nett. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi Sorgen gemacht? Irgendwie rührt das Mugi ja. Mugi, das ist natürlich mein Name. Wir nennen uns alle bei unserem Namen. Das ist viel persönlicher. Sag's dem Häuptling, dass es Mugi gut geht. Bin noch etwas schwach auf den Beinen, aber das wird schon wieder. Okay. Ach, bleib doch einmal im Schwerten. Halt die Klappe. Mugis Position wurde markiert, aber noch gibt es weitere Q, die von der Aura-Suche erfasst werden. Ist doch gut. Hey, was soll das? Erschreckt doch Mugi nicht so. Ah, glaub mir, ich hab die nicht unter Kontrolle, die Alte. Oh, und ich wollte jetzt auch nicht mit dir reden. All diese Monster, ich brauche Ruhe. Ja, soll's mir gehen? Nein, da waren 5 Rubine. Jetzt kann ich das ja demonstrieren, weil ich eine reinbekommen habe. Hinsetzen. Und die leben. Achtung. Ah, so. Das tat gut. Ja, genau, das Seil. So kam ich wieder hier raus. Und nun hätten wir noch einen dieser süßen kleinen Q. Aber 2 fehlen noch auf unserer Schindlers Liste. Schwing, spring und sieg. Links Animal. Jump. Die neue Deutschmilch. Ey, das ist so... Ey, da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber diese Scheißgeier, ja? Die tun einen... Ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich nicht geglaubt habe, aber... Wenn man nichts macht oder was auch immer, die tun einem ja wirklich auf den Kopf scheißen! Die kacken einem auf die Birne, wenn man... Wenn die da so rumflattern. Ich meine, Alter! Was machen die in dem Spiel? Die kacken einem auf den Kopf, Mann! Der will sich schon vom Vogel an scheißen lassen! In Zelda! Alter! Sachen gibt's. Nun ja, aber fürs Erste beende ich mal einfach jetzt hier den Part. Und im nächsten Part suchen wir dann weiter nach den verbleibenden Q im Wald Firon. Bis dann!